Zeit zusammen. So denke ich, mache nochmal ein Video. Ich habe heute von einer Kollegin Chips bekommen. Das sind die da, Takis, die blauen. Ganz geil. Die habe ich auch noch nie in der Schweiz gesehen oder gefunden. Und eine Kollegin von mir, die hat mir die gebracht. Und ich konnte es nicht abwarten. Und die habe ich aufgemacht. Und die da, die habe ich auch von einer Kollegin bekommen. Aber schon vor ein paar Tagen. Auch Takis von Ego. Und die sind heftig geil. Und dann, ja, probieren wir mal, ob ich da einen Unterschied finde. Warte mal. Die sind einfach blau. Ist ja ganz geil, blau. Und ich weiß nicht, aus was genau die gemacht sind. Ist eigentlich auch egal. Hauptsache, die sind geil. Sind einfach scharf. Blue Heat. Einfach mega scharf, würde ich sagen. Einer davon lang nicht am Tag, finde ich. Und meine Zunge ist nach einem schon mega blau. Und ja. Probieren wir das andere. Ich finde so aus, die Takis nicht kennen. Ist ja fein. So limitierter Geschmack. Und auch mega scharf. Aber fein. Aber fein. Und dann habe ich gestern in der Aktivierungstherapie habe ich mir ein Portemonnaie gemacht. Das ist im Fall ganz easy zu machen. Das habe ich etwa in 15 Minuten gemacht. Und das ist ganz einfach zu machen. Und ja, einfach mit Eistee. Eistee. Ich liebe Eistee sowieso. Vom Migros. Das beste Eistee. Und dann habe ich noch auf die Weihnachten habe ich mir einen Nagellack bekommen. Sieht auch ganz geil aus von Catrice. Also blau, Glitzer und sieht auch ganz geil aus. Aber wenn man es in verschiedenen Winkeln zunimmt, sieht es ein bisschen anders aus. Sieht auch ganz geil aus. Das habe ich auch von der Kollegin bekommen gestern. Vorgestern. Ja, von Essence. Cracking Magic Nails. Die sprangen die irgendwie auf.
Wenn man eine Unterlage tut, zum Beispiel egal was für eine Farbe, dann sprengt mit dem Nagellack da, sprengt das auf und sieht ganz geil ausgesehen. Und ja, bin dann gespannt. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Und ja. Und da und jetzt habe ich noch mein Morgen habe ich auch noch nicht gegessen, habe ich noch da. Und ja. Das esse ich jetzt noch. Ich habe nämlich immer noch Hunger. Und ja. Und die Tische unter euch, das ist mein Lieblingsgesäß. Die das nicht kennen, die nicht aus der Schweiz kommen, ist mein Lieblingsgesäß. Rivella Blau, ohne Kalorien. Und ja. Und. Ups, Scheiße. Dann habe ich neue Karten bekommen, die die Kollegin selber macht. Sieht auch ganz geil aus, die Kollegin gemacht hat. Und dann habe ich mir vor einem Monat etwa, das klappt wie Sau. Das Käse. Ein Etui gemacht für das Latte. Und ja, das ist etwas im Blochen. Das sieht ganz geil aus. Und ich habe im 18. Hab ich mit dem anderen Blochen, das ist jetzt der Reste, weil vom 18. habe ich mir eine Tasche gemacht. Und die habe ich noch die Hai. Und das ist einfach der Rest. Und ja. Ja. Und sonst habe ich eigentlich nichts mitzuzeigen eigentlich. Und ja. Jetzt schaue ich nach dem Fernsehen. Und läuft es sowieso nicht gescheit in der Galaxie. Es steht eigentlich auf RTL 2, Herz und Herzlich. Aber da steht, es kommt ganz etwas anderes. Ist eigentlich auch eine fette Verarschung. Was ist das? Ein Bachelor interessiert mich sowieso nicht. Ja. So, schau halt noch ein bisschen Strich La Notizia. Schau halt noch ein bisschen das. Naja. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, wie immer, wie ab und zu ein Video zu machen. So, eben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es immer Spaß gemacht, wie immer. Wenn ihr keine Videos mehr wollt verpassen, würde ich mich mega freuen auf ein Abo und ein Like und einen lieben Kommentar. Würde ich mich mega freuen. Wie soll ich dem sagen? Ich will gern, wenn's geht, diesen Monat die 300 Abonnenten nur voll haben. Das wollte ich mir schon gern. Und ja.
Es ist ja kein Zwang, aber es wäre schon mega geil, wenn du sich schneller auf die 500 kommen. Ich würde mich freuen auf ein Abo und dass ich diesen Monat die 300 Abos habe. Und ja, und ich bin mega glücklich, dass, dass euch meine Videos gefallen. Und ja, und ich gebe mir auch immer Mühe, auch wenn man das nicht so sieht. Aber ich gebe mir so viel Mühe wie möglich, wie ich noch kann. Und ja. Also, einen schönen Tag und gute Nacht. Bis am Abend dann. Bis morgen, sorry. Bis morgen dann, ciao, peace.